Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir das ganz wundervoll nicht gelöst. Das Haus von Malachy Ranch. Irgendwie, puh. Ich hoffe, da drinnen sind die Schätze wirklich, wirklich großartig. Weil ansonsten haben wir echt ein Problem. Gut, warte hier. Du wartest hier. Du wartest hier. Ich fürchte, wir werden noch ein paar Mal sterben, bevor wir das lösen. So, da oben sind noch welche versteckt. Die müssen wir mal rausholen und besiegen. Ja. Hörst du auf? Ja, wie wollen wir die besiegen? So, warte mal. Der ist fast tot. Der ist auch schon fast hinüber. Oh, der hält die Untoten mit diesem Ding, was er da in der Hand hat. Gut. Wissen wir das jetzt auch? Gar. Zeig mir doch mal dein Inventory. Gib mir das. Das gib mir bitte auch. Das macht natürlich wenig Sinn. So, du wartest. Du wartest. Es kommen gleich irgendwelche Leute auf uns zu. Keine Sorge. Drei. Ich hoffe, es sind wirklich nur drei. Okay, wir haben genau keinen Schaden bei denen gemacht. Und wieder werden wir sterben. Boah, bisschen deppert, die machen Schaden. Ich glaube, ich werde das lassen. Ja, ich weiß, dass ich gestorben bin. Bitte. Gibt's ja wohl nicht, dass wir das nicht schaffen. Wahrscheinlich schaffen wir es wirklich nicht. Heißt das, wir geben jetzt auf? Einmal probieren wir es noch. Zunächst einmal geben wir mal dann die zwei dummen Dinge, die du besser nicht trägst. Dann warte hier. Du wartest hier. Du wartest hier. Na, warte mal. Speichern ab.
ich glaube, wir haben es geschafft, nur einen rauszulocken, der dort gelegen ist. Okay. Wir speichern noch einmal ab. Dann schauen wir mal den nächsten, der dort liegt, auch noch rausholen können. Jetzt sind es zwei. Zunächst mal sowas und dann uff. Ich glaube, ich muss mich heilen. Bitte heilen. Das habe ich super gemacht. Und Gar ist gestorben, oder? Kann das sein? Schaut so aus. Gar ist dead. Okay. Ach Gott. Ach, bitte. Das ist schon sehr ärgerlich. Jetzt habe ich nur einen Einzelnen rausgelockt. Aber ich weiß nicht, ob das der war, der gerade gelegen ist. Oder ob das einer von denen ist, die der Typ beschworen hat. Wichtig wäre es vor allem, die Typen, die da drum liegen, rauszuholen. Gut. Das hat nichts gekostet. Wir speichern nochmal ab. Keiner von unseren Leuten hat irgendeinen Schaden abgekriegt durch den Typen. Und nochmal an einzelnen. Ah, immer wenn ich dieses Geräusch höre,
heißt es wahrscheinlich. Ist es wahrscheinlich, dass er einen neuen heraufbeschwört? Wow, jetzt sind wieder drei. Mit drei wären wir nicht fertig, sogar vier. Wo ist Joker hin? Ist der schon verstorben? Okay, wir versterben gerade. Könntest du bitte das Ding trinken einfach? Die Steuerung von dem Spiel ist echt dämlich. Das nochmal versuchen oder soll ich es lassen? Da rennen drei rum. Und jetzt sind es noch einmal einer mehr. Okay, ich lasse das. Ich kann das nicht. Wir sind zu stark. What is it that you want of me? I'm ready to get going when you are. Yes, sir. I'm ready to follow. Okay. Und lasst uns gehen. Wir können das nicht schlagen. Sie sind zu stark für uns. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Wäre sicher ein wundervoller Schatz gewesen. Aber denkste. Kommen wir da hier raus? Ich hoffe es. Ja, da sind wir jetzt eh rein. Lord of the Damned. Da ist noch ein Lord Slave am Boden versteckt. Naja, wir kommen wieder, wenn wir stärker sind. Dann machen wir euch fertig. Versprochen. Aber in der Zwischenzeit
fahren wir auf die Insel der Verdammten. Was sagt ihr? Das klingt fast schon gut. Okay. Na dann. Auf. Auf, auf. Was ist das für einer? Ja, ich glaube, das ist der Dings, wenn man böse spielt, geben man einem Team immer die bösen Aufträge. Wie zum Beispiel stiehlt dieses, ermorde jenen. Aber bevor wir auf die Isle of Despair fahren, das machen wir heute noch. Nein, auf die Isle of Despair fahren wir heute nicht mehr. Wir könnten rein theoretisch jetzt, glaube ich, den Auftrag von den Bauern fertig machen. Weil wir haben jetzt den Stärkezauber. Was sagen wir, das ist da, gell? Außerdem können wir noch zu der Tante gehen und unsere Sachen identifizieren lassen, die wir da unten gefunden haben. Die ist nämlich eh auch auf dem Weg dorthin. Und vielleicht können wir einen großen Teil von dem Zeug auch verkaufen. Beim Hafen habe ich so einen Händler gefunden, der glaube ich alles kauft oder fast alles kauft. So wie der Schrotthändler in Tarant. Was sind wir hier jetzt bei dem Haus, wo wir die Sachen einsammeln sollen? Oder nicht? Das Feld, da ist der Wagen. Ja, mal so. Naja, dann. Okay. Ist jetzt noch leer. Dann machen wir jetzt Folgendes. Stärke 16. Ich hoffe, dass
das reicht aus. Um diese Steine da aufzuheben. Das ist ein richtig großes Drum von einem Stein. Nur kann er noch laufen, also so schwer kann er nicht sein. So, hier müssen noch andere sein. Steine nämlich. Da ist noch einer. So schwer, dass wir uns schon nicht mehr schnell bewegen können. Ich glaube, es sind insgesamt 3 oder 4 Steine, die wir tragen müssen. Ich hoffe, das ist das Schwerste gewesen. Okay. Das ist ein 5000er Stein. Ich glaube, das ist der letzte. So, schauen wir mal. Ist er schon wach? Nö. Das heißt aber, wenn jetzt nochmal. Jetzt gehen wir mal alles zu uns rüber. Die Sachen, die unidentifiziert sind. Und die wir verkaufen wollen. Oder den verkaufen, weiß ich noch gar nicht. Gehen wir mal zu der Dame da unten. Machen wir die da. Wir sind so langsam. Hallo, schöne Frau.
identify something for me. Mace of Betrayal. Aids enemies, restores fatigue, major healing. No servos. Charmed Mace, das ist gleich besser. Was ist das? Venomous Rope. Na super. Ich hab dort ja nur die urspitze Sachen gefunden. Na, das Trade. Würdest du das kaufen? Würdest du das kaufen? Oder das? Und das? Na gut, das will ich nicht verkaufen. Was hat er denn noch? Einen Inferno-Hammer. Kostet 595. Damage 1 bis 8. Fatigue-Damage 1 bis 10 und Feuer-Damage 5 bis 10. Naja. Mystical Chakram. Das ist eine Art Boomerang oder so irgendwas, oder? Hm. Wenn man gut werfen kann, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber wer kann das schon? Ach wie. Ach gut. Mist. Schauen wir mal, ob der Bauer schon wach ist. Sonst war da. Da ist ja noch ein Dings. Ich glaube, wir warten bis zum Morgen. Hello again to you. Might I have a little more... I've moved the boulders. Ausgezeichnet. Nice work. Here's the 50 coin I promised. Thank you. Better get back to tending my crops. Sachen, die wir alle nicht brauchen, kann ja uns sagen. Oder machen. Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir das ganze magische Zeug und das verfluchte Zeug verkaufen können. Vielleicht bringt es uns ja ein bisschen was zumindest.
Ob ich jetzt ein Saas drehe? Schauen wir mal. Ein Elfen-Shopkeeper. Mhm. Let's water. Ah, verdammt. Okay, die Rex, glaube ich, müssen wir wegwerfen. Das ist schlechter als das Ding, was du in der Hand hast. 4 bis 16, 3 bis 11, aber du hast den Speed Impediment. Okay, du kaufst nochmal nix. Clothing. Ah, der war da hinter der Taverne, glaube ich, war das eine Händler. Hm. Oder auch nicht. War da also. Kann man die Augengläser kaufen? Bei dem haben wir alles mögliche kaufen, aber nicht verkaufen. Da kriegt man so ein Liter neu. Die brauchen wir, glaube ich, für irgendeinen von den Tempeln. Tja. Oh, nicht sehr erfolgreich. Okay, ich bin jetzt hier müde. Ich sage euch gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis später. Tschüss euch.